Jetzt ist Pia da hinten in die Richtung gelaufen, Dave. Okay, sollen wir hinterher oder was sollen wir machen? Ich glaube, ich stelle sie einfach morgen in der Schule zur Rede. Ja, okay, mach das. Das wäre, glaube ich, das Beste. Das war echt komisch. Ja, sehr komisch. Eigentlich waren Pia und ich früher mal die besten Freunde und Und jetzt jetzt sowas. sowas. Ich kann das echt nicht verstehen. Hi, Dave, guten Morgen. Morgen. Sollen wir schon nach oben in die Klasse oder? Dave, ich will doch Pia zur Rede Ach stellen. so, ja, stimmt, okay. Geh ruhig schon mal vor, ich komme gleich nach. Ja, okay, bis später dann. Eigentlich kommt Pia doch immer ganz pünktlich und irgendwie, ich sehe sie überhaupt Du, noch Hanna, nicht. verspäte dich aber nicht, ne? Ja, ich versuch's. Morgen, Pia, da bist du ja. Hi, Hanna. Na? Hanna, willst du nicht reingehen? Der Unterricht fängt gleich an. Du, Pia, ich habe hier auf dich gewartet. Ich muss dringend Warum? mit dir sprechen. Oh, da haben wir jetzt gar keine Zeit für. Wir müssen los. Also, das ist aber echt jetzt langsam Aber sehr, sehr wichtig, dass wir mal Hanna, können wir sprechen. nicht wann anders reden? Wir haben keine Zeit, sonst kriegen wir Ärger. Ja, gut. Und Hanna, wie ist es gelaufen? Wir hatten keine Zeit mehr zu reden. Pia ist so spät gekommen. Das hat die doch bestimmt Okay, extra gemacht. stimmt. Oh Mann, ich bin so gespannt, ob sich das jemals wieder klärt. Also. Muss es ja, irgendwann muss es ja. Guten Morgen, Kinder. Wir möchten heute gemeinsam malen. Und zwar malen wir heute die Tiere des Waldes. Oh, Glück gehabt, dass ich meine Buntstifte noch eingepackt habe. Ah, Mist, ich glaube, ich habe meine Buntstifte vergessen. Oh Mann, gerade heute? Hier, Dave, gar kein Problem, du kannst meine mit Ja, ehrlich? benutzen. Ja, Oh, cool, klar. danke. Oh, das war wieder total klar, Dave, dass du gerade deine Buntstifte Was? vergisst. Nächstes Mal vergisst du bestimmt deinen Kopf zu Mann, Pia, Hause. sei doch ruhig einfach. Welches Tier willst du malen, Dave? Tiere des Waldes. Ich glaube, ich mal einen Fuchs. Ja, einen Fuchs. Und du? Ich werde einen Hasen malen. Ah, okay. Du, Hanna, kommst du jetzt mit zum Spielgerüst, zur Kletterwand oder so? Egal was, Hauptsache irgendwas Wo ist denn spielen? jetzt Pia schon Ach, nicht wieder? schon Pia. Willst du sie jetzt zur Rede stellen oder was? Du, Dave, mir ist das wirklich jetzt langsam sehr, sehr wichtig. Also, na, bevor ich mit dir zusammen war, lief alles gut mit Aber Pia und meinst du, sie wird mir. das jemals zugeben mit dem Liebesbrief? Also ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, sie wird das verheimlichen und gar nicht erzählen. Du kennst doch Pia, wie sie sich in letzter Zeit verhält und so und auch gegenüber mir, finde Ja, ich aber voll so war sie unfair. früher nicht. Also Weiß ich nicht. irgendwas muss da jetzt passieren. Das kann nicht so Ja gut, weitergehen. okay. Dann bleib gerne hier. Ich bin dann auf dem Spielplatz, ne? Warte dann auf dich. Okay, Dave, bis Bis später. später. Ah, da hinten, da ist Pia doch. Hey Pia, komm doch mal. Hey Hanna, was gibt's? Pia, ich muss jetzt wirklich endlich mal mit dir reden. Das kann nicht so Na weitergehen. gut. Komm, wir setzen uns hier hin und sprechen jetzt mal ganz in Ruhe. Okay, aber Warum bist du so komisch, Pia? ich hab dir nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Oh, na gut. Also, seitdem Dave da ist, ist irgendwie alles anders. Seitdem du mit ihm zusammen bist, sehen wir uns gar nicht mehr. Und vorher waren wir immer zusammen. Wir haben uns ständig getroffen. Du hast bei mir geschlafen, ich habe bei dir geschlafen. Wir haben alles zusammen gemacht. Und jetzt werde ich einfach links liegen gelassen. Ja, Pia, das ist mir ja auch schon aufgefallen. Und das tut mir auch leid. Also, ich wollte dich nicht vernachlässigen, aber du warst auch immer so gemein zu Dave und ich mag ihn nun mal sehr. Und die Sache, die du dir jetzt zuletzt geleistet hast, war ja wohl wirklich nicht in Ordnung, diese Sache mit dem Liebesbrief. Das habe ich gemerkt. Der war von dir, Pia. Was sollte das? Ja, das tut mir leid mit dem Liebesbrief. Ich dachte, das ist vielleicht eine gute Idee, um wieder deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann, ja, habe ich mich irgendwie da drin verfangen und es tut mir leid. Aber können wir nicht irgendwie wieder was zusammen machen? Kann ich nicht wieder bei dir schlafen oder du bei mir? Ich hab eine Idee. Also, okay, Pia. Vergessen mit dem Liebesbrief. Ja? Aber lass uns doch einfach mal, gib doch Dave mal eine Chance. Lass uns doch mal einfach alle zusammen bei mir eine Übernachtungsparty machen. Das klingt Du, Dave gut. und ich. Und dann wirst du sehen, der ist wirklich nicht so blöd, wie du denkst. Dave ist richtig cool. Oh, wenn es sein muss. Ich finde das richtig toll, dass das geklappt hat. Ich hoffe, jetzt wird alles gut. Jetzt könnt ihr euch auch mal richtig kennenlernen. Eine richtige Übernachtungsparty mit uns dreien. Also ich glaube, Dave und Pia werden merken, dass sie sich eigentlich ganz gut verstehen. Die sind doch beide meine Freunde. Ich glaube auch, dass es eine coole Party wird, eine coole Übernachtungsparty, aber ich warte erstmal lieber noch ab. Mal gucken, Pia, wie du heute so drauf bist.